So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind gerade dabei, Zeit totzuschlagen. Also uns die Stadt anzusehen, und ich wollte hier nochmal was nachgucken. Ja, komm, du kannst dich in deinem Tanga ruhig da hinsetzen, aber lass mich das Ding kaufen. 50? Ja, hätten wir einmal weniger in der Schatztruhe gespielt, dann hätten wir das uns kaufen können. Die reden immer alle von ursprünglicher Form und so wieder. Stör uns nicht. Beim Meckern sind wir schon mal synchron. Hi, Postbote. Es ist der einzige Postbote, der nachts halb zwei Post ausliefert. Wahrscheinlich das der einzige. Nein! Nein, verpasst. Egal, wir haben die 50 voll. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn ich mir die Bombentasche einfach so kaufe. Na, die 50 Gold oder 50 Diamanten, Rubine, Rupien, was auch immer. Die haben wir über. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir nicht später irgendwo die umsonst bekommen. Oh, wir sind beim Bazar. Hallo. Willkommen. Was? Hey, du bist ja nur ein Deko-Kit. Ja, und wir sehen schon ein Hyrule-Schild. Fee, Elixiere, Stäbe, Pfeile und Bomben. Hier ist so eine Zeitverschwende. Tanz. Na komm, das können wir auch machen. Musik, Zeit im Flug vergehen. Bombe tanzen. Ja. Gevatter Zeit. Er schüttelt einfach nur den Kopf. Dämmerung des letzten Tages heißt so viel wie... Oh yeah, wie war das? Die Zeit verging wie im Flug. Ich könnte ewig weitermachen. Wenn du willst, dann lass uns Zeit bis Nacht. Nein. Ich wollte dich gar nicht ansprechen, du komische Vogelscheuche. So. Dann mal weiter. Ich hoffe, er verkauft jetzt noch. Preis raus. Er verkauft uns sogar. Als kleine Aufmerksamkeit wird sie die Bombentasche mit 20 Bomben gefüllt. Herzlichen Dank. Ja, dieser Bombenverkäufer ist nett. Das waren die bisherigen ja nicht. Nicht unbedingt. Und hier unten ist das Kuriositätengeschäft. Ab 22 Uhr geöffnet. Das ist so quasi der Schwarzmarkt. Ja, das war's jetzt im Prinzip auch schon mit der Stadt, ne? Also, viel mehr gibt die nicht her. Naja, wir haben den Waschplatz noch natürlich, aber da können wir, haben wir ja schon gesehen, da können wir nicht viel machen. Der
Ich könnte euch den Deko-Spielplatz noch zeigen, aber da muss man dann auch eigentlich sagen, der ist nur abends offen. Dieses Loch führt zum Deko-Spielplatz. Der Deko-Spielplatz. Wie wir es aus Zelda Ocarina of Time kennen, erstmal hier das Gebüsch ablaufen, um Geld zu sammeln. Obwohl heute Abend der Karneval stattfindet, ist hier noch niemand aufgetaucht. Das wird wirklich ungewöhnlich. Willst du spielen? Kostet 10 Rubine. Ich probier's. Ich hab keine 10 Rubine. Und das gleiche nochmal. Ja. Ich dachte, bei dem Links kann man Kritik aufnehmen. Stimmt, das ist ja der Baum da drüben. Engel muss man ab jetzt immer so runterschießen, ne? Warum ich immer darauf aus bin, alle wegzumachen, wenn man die mit einer Attacke komplett platt macht, dann kriegt man noch einen 20er dazu geschenkt. Oder nur bei einigen? Ich werde es später ausprobieren. Wir werden so einen Geldfarming-Guide machen. Also die, keine Ahnung, den schönsten Wege, Geld zu verdienen oder so. Da wird das mit drin sein. Also nicht, dass es in dem Spiel wirklich nötig ist, aber... Also, gut, benutze diese Dekoblume. Viel Spaß. Schaffst du es innerhalb der aktuellen Bestzeit, alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorbei. Heute Rekord 1,16. Zeit startet, sobald ich abtauche. Das kann ich jetzt schon vergessen. Und auch hier ist das wie bei dem Schatztruhen-Roulette. Jeden Tag andere Preise. Jeden Tag andere Spiele. Wobei das bei den Schatzkisten gar nicht so sehr auffällt. Ich meine, da hat man eh jedes Mal andere. Komplett Aufmachung. Ups, das war's dann. Ja. Du kannst es probieren, so oft du willst. Oder besser, solange deine Rubine reicht. Ja, das war bis eben. Ein Versuch rein. Die Fee hat uns nichts mehr groß mitzuteilen. Ich habe nachgemessen, es dauert ungefähr 24 Sekunden einen Tag zu verbrauchen, eine Stunde zu verbrauchen. Das heißt, wenn wir jetzt noch 6 Stunden rumlaufen lassen, beziehungsweise jetzt noch 12, wären das 24 mal 12 Sekunden. Und da ich keine Lust habe, die ganze Zeit zu warten, wir jetzt hier auch nichts mehr holen können. Ich kann mit dem Spinner nochmal sprechen. Ja, gut. Die Bomben können wir nicht benutzen. Sehr gut.
Hallo, kleiner Mann, möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, wenn du, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine einsparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine tragen kannst. Rubine einzahlen, wunderbar. Ja, die 200 hätten wir schon fast. Das ist eine Menge, eine Menge. Tippi. So, deine Ersparnisse sind bei mir eingeschrieben. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Schön, dann. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. Komm zurück, wenn du abholen oder einzahlen. Ja, er hat uns quasi eine Kontonummer tätowiert. Die aber nur er sehen kann. Bis in die Nacht hinein. Wollen wir tanzen? Yo, hau rein. Yo, ho, ho. Es steht nur da und schüttelt den Kopf. 12 Stunden verbleiben. Oh yeah, wie war das, hä? Zeit und so weiter. Aber mir scheint, da draußen ist nun alles irgendwie gefährlich. Ich verschwinde aus der Stadt. Pass auf dich auf. Gewinnzeit manipulieren möchtest du? Nein. Dann vielleicht später. So, damit haben wir wieder einen halben Tag gespart. Und die Uhr rennt. Also wir haben 20 ausgegeben, 50 ausgegeben, dann nochmal 10. Damit kommen wir auf eine Gesamtsumme von 20 plus 50 plus 10 sind 80. Hätten wir jetzt 91 eingezahlt. Das ist ordentlich. Hey Deko Junge, wartest du noch darauf, dass wir die Brücke vom Festturm zum Eingang des Uhrturms fertigstellen? Tut mir leid, meine Leute haben es mit der Angst zu tun gekriegt und sind davongelaufen. Das ist alles, was ich dieses Jahr als Turm anbieten kann. Nicht gerade viel. Selbst wenn wir bis an die Spitze klettern würden, könnten wir den Eingang nicht erreichen. Ich muss mich wohl dafür entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte den Mond einfach verjagen. Ja, er sieht schon relativ nah aus. Kann man so sagen. Ja, und seit, glaube ich, heute Morgen, also seit Beginn des Spieltages, ist da eine weitere Schatztruhe aufgetaucht. Da könnten wir jetzt hochgehen und einen Schatz bunkern. Aber das brauchen wir gar nicht, weil ja, der Maskenhändler gleich weg ist und wir bis dahin die Masken müssen. Sieben. Nochmal für die Buchhaltung. Wir sind jetzt bei insgesamt 98 Rubine. Ja, wir haben noch 5 Minuten und brauchen noch 2 Rubine. Ja. Damit sind wir bei 107. 107, die wir den ersten Tag einzahlen können. Also, die ersten 3 Tage. Oder wir machen Unfug und zahlen einfach nur 27 ein. Dafür haben wir schon mal die Bombentasche. Ich meine, ist ja auch nett. Eine Bombentasche ist schon mal gut.
Du hast die Stadt noch nicht verändert, das ist erstaunlich. Rubine einzahlen. Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. 27. Komm zurück, wenn du mehr Reichtümer gesammelt hast. Oder Geld brauchst. Egal, so haben wir schon mal ein Achtel von den 200, die wir brauchen. Und schießen uns da hoch. Hey, hochschießen. Plopp. Es liegt da kein Herzcontainer mehr, sondern mehr so ein Herz. Aber wir haben auch ungefähr noch 48, sagen wir 60 Sekunden, also eine volle Minute, die wir jetzt hier stehen und uns die Stadt angucken können. Ach, schöner Ausblick. So, holzig. Da steht die Schatztruhe. Ich meine, da wären 100er drinne. Na komm, gucken wir nach. Was ist da drin? Komm ich da rein? Und wenn nicht, wieso nicht? Knapp? Nein. Mach die jetzt auf. Opa, 50. Damit sind wir bei der magischen 150 Goldschwelle angekommen. 150. Ja, Rubine einzahlen. Lass mich einen Blick auf dich werfen. Tippi und so weiter. Wie viel möchtest du einzahlen? Wunderbar. Nun hau rein. 50 einzahlen. Ernsthaft? Menge, Menge, Menge. Komm zurück, wenn du mehr eingesammelt hast. Und 12 Uhr. Ja. Also gemessen für die Zeit, in der das spielt, imposante Maschine. Also... Der Mechanismus ist sicher nicht einfach. Besonders ihn so zeitabhängig zu machen. Und wir haben sogar noch 6 Minuten. Was zufällig genau den 6 Minuten bis zum nächsten Morgen entspricht. Nur gerne, was aus dieser vorderen Platte geworden ist. Ist die hochgefahren? Nee, ne? Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst dir jetzt hier hochgehen. Und wir haben noch eine Minute bis Partende. El Horror Kitte. Schwester! Ah, Tael, wir haben euch gesucht. Hey, Horrorkid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind, bringen sie her. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horrorkid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hey. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern.
Das ist meine große Nase. Dafür brauche ich keine Magie, das macht die Schwerkraft. Ja, da macht sie es zum Glück leicht. Ihn kaputt. Die Hälfte. Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt. Prinzessin Zelda hat die 1 wertvolles und so weiter. Magisches Artefakt. Artefakt, magische Töne zu entlocken, drückt E. Plötzlich erinnerst du dich an Prinzessin Zelda in dein. Fährt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Backflash! Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon ewig währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag nimm dies an dich. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Hymne der Zeit, ja. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die dich am Rand deiner Erinnerung nachklangt, ist ein Lied voller Erinnerungen an Prinzess Zelda. Sehr gut. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Zu Deutsch, spiel das verdammte Lied! Nein, wirklich, wir sollen das Lied spielen. Wach auf, du sollst nicht in Erinnerungen schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns hier auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe, Göttin der Zeit, wir brauchen... Bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Können wir es nochmal testen? Ja. Das interessiert ihn nämlich jetzt hauptsächlich gar nicht. Aber wir können dieses schicke Instrument benutzen. Ocarina der Zeit, Instrument, Zelda und so weiter. Können wir uns alles durchlesen, wenn wir mehr Zeit haben. Huch, wo hast du denn auf einmal dieses Instrument her? Das war. Zur Dämmerung speichern und zur Dämmerung des ersten Tages. Ja. Und da verlieren wir alles, was wir eingesammelt haben. Deko-Nüsse. Bomben. Das war ja bevor der erste Tag anfing. Das war auch bevor der erste Tag anfing. Auch das war vor dem ersten Tag. Auch wenn er nicht ganz so übel klang.
Was ist passiert? Alles. Ist eingefroren? Der Hund? Hat von neuem begonnen. Murmeltiertag! Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, das ist es, dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Geh zum Maskenhändler. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!